Im Video davor haben wir zunächst einen Kurs mit Modulen und Units angelegt und ich möchte jetzt in diesem Video zeigen, wie man ein YouTube-Video in eine Unit einpflegt. Wir schauen uns mal ganz kurz den Kurs von eben an. Ich kann unter Account ich mir die Kurse anschauen. Dann hatten wir hier den Umgang mit WP Courseware und hier hatten wir eine Unit angelegt. Unit, wir hatten auch in dem Video schon gezeigt, dass man hier so einen Text eingeben kann und das werde ich über Bearbeitung anklicke, komme ich hier auch in den Text dran. Das ist der Weg, den ich immer wähle. Prinzipiell kann ich aber auch, ich gehe jetzt nochmal anders rein, prinzipiell kann ich übers Dashboard, aber natürlich auch über Unit und dort dann die entsprechende Unit auswählen. Das ist jetzt relativ einfach, weil es gibt nur eine Unit hier. Aber wenn es dann ganz, ganz viele Units ist, dann ist es manchmal schwieriger, die Unit zu finden in der Aufzählung. Deshalb gehe ich meistens dann über die Ansicht des Schülers und schaue mir dann, gehe dann bis zu der Unit und gehe dann auf Bearbeiten. So, wenn ich dann hier bin, kann ich jetzt hier dieses Feld wie ein Word-Dokument eben auch hier was eintragen. Wir möchten hier ein Video einsetzen. Dazu gehe ich einfach auf YouTube, nehme das Video, was ich erstellt hatte und gehe jetzt auf Teilen und ich möchte es einbetten. Also ich möchte es nicht, ich möchte es einbetten, gehe dann auf diesen Code, habe dann diesen Einbettungs-Inline-Frame, die Größe, die Breite, alles muss ich aber auch gar nicht alles wissen, sondern es reicht, wenn ich auf Kopieren gehe. Gehe wieder zurück. Jetzt reicht es nicht, das hier einzubetten. Das ist die Ansicht, wenn ich schreiben würde. Also ganz normale Ansicht beim Schreiben. Ich möchte aber in die Code-Ansicht gehen und dazu gehe ich hier vorne auf Text. So, und jetzt habe ich die Code-Ansicht. Hier sind jetzt oben auch andere Zeichen. Und wenn ich jetzt hier einfüge und wieder auf diese Visible sehen, dann habe ich hier schon das Video eingebettet. Wenn ich jetzt aktualisiere und dann mir oben die Unit anschaue, sehe ich, dass ich in meiner Unit bereits jetzt das Video schon implementiert habe. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, kann ich mir das Video angucken. Das war's schon.